Sabrina Böhme ist auf dem Sprung. Sie hat ein Ziel, Florida. Nur einen Plan hat sie nicht. Ich weiß über Florida, dass Florida ist die Hauptstadt, von Florida ist die Hauptstadt, irgendwas mit Tee, Tahalapamba, Tahamba, Tatatamba. Fast. Warte, Tallahamama. Tallahassee? Tallahassee, na klar, siehste, ich hab's doch gewusst. Okay, sie weiß vielleicht nicht immer alles, aber sie weiß, was sie will. Sie will die Welt sehen und wir erfüllen ihr diesen Traum. Warum ich schon immer in die USA wollte, na ganz einfach. Das ist Land der unbegrenzten Möglichkeiten und ich will mich sehr gerne mal so ein bisschen unbegrenzt fühlen und mal über meine Grenzen hinausgehen. Zusammen mit unserem Kamerateam reist die 24-jährige Nachwuchsreporterin quer durch Florida. Doch die Sache hat einen kleinen Haken. Was sie dort erlebt, bestimmen wir. Und da kann sich Sabrina auf einige Überraschungen gefasst machen. Rollercoaster? Was ist das? Zur NASA? Marineland, das klingt nach vielen attraktiven Männern. Ach du heiliger Jesus, Zombie Survival Camp. So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Also wenn ich das jetzt so geplant hätte, wir wären da so lässig 6 Tage am Strand gechillt und hätten da so entspannt. Ja, und dann kommst du dort jeden Tag mit deinen Zettelbotschaften so. Wir zeigen Sabrina Florida so, wie es wirklich ist. Verrückt, atemberaubend und eben typisch amerikanisch. Wait, slowly. Ich mach eine kleine Hose. Oh Gott. Ich hab erstmal grundsätzlich vor allem immer Angst. Ich mache mir immer erstmal die Hose, aber tu halt die Schlüpper nachher wechseln, dann geht's weiter. Weil ich so gerne Flieger und Fallschirm. Frankfurt Flughafen. Von hier aus startet Sabrina in die weite Welt. Freund Stefan und Mama Doreen begleiten die 24-Jährige zum Terminal. Hummel im Arsch, mir geht die Miets, sag ich immer. Und Flugangst ist dafür nicht der einzige Grund. Mein Name ist Chaos. Aber das Schlimme ist nicht, ich bin's Chaos, sondern das, was um mich herum passiert, ohne dass ich was dafür kann. Immer. Also Sabrina ist eine junge Frau, die gerne mal ins Fettnäpple latscht. Na, sie hat das Herz und die Gusch auf dem rechten Fleck. Grüß mir das warme Land. Hä? Ja, mach ich. Jeder Abschied ist schwer, ich komme ja schon bald wieder. Tschüss. Ich habe schon Morgenschmerzen. Wenn ich sie so weit weg weiß und nicht so greifbar in der Nähe, dann ist mir schon ein bisschen anders zumute. Auch Sabrina flattern schon beim Boarding die Nerven. Kein Wunder bei 10 Stunden Flug. Ich krieg das nicht mal hin. Ich habe extra heute mit Bikini drunter gezogen. Falls wir über dem Atlantischen Ozean abstürzen, kann ich noch eine Runde schwimmen gehen. Sabrina glaubt, sie ist auf alles vorbereitet. Doch bei dem, was kommt, wird ihr Hören und Sehen vergehen. Jetzt heb mal ab. Ich höre nicht mehr. Wie geht's dir? Ich muss ein bisschen lauter reden, ich habe einen Druck auf. Wie geht es dir? Schlecht. Nach Zwischenlandung in Miami geht's weiter nach Orlando. Ich finde das sowas von total geil, dass ich das einfach machen darf. Und ich bin so gespannt, was ich dort erleben werde oder was mich erwartet. Achtung Amerika, hier kommt Sabrina. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Und sie würde am liebsten jeden Amerikaner einzeln begrüßen. Good night. Ich wollte nochmal Hallo sagen. Zusammen mit Redakteurin Juliane und dem Kamerateam geht's im Auto weiter. Let's go. Ab geht's. Und zwar in diesem Auto. In Amerika ist eben alles etwas größer. Ach, hier ist dein Wagen. Du, ich habe einen kleinen Suzuki zu Hause stehen, damit kann ich schon nicht fahren. Wenn Sabrina schon sowas sagt, sollten bei unserem Team eigentlich alle Alarmglocken läuten. Wie macht's? Aha. Geht ja gut los. Zum Glück gibt es hier jemanden, der sich mit Autoalarmanlagen auskennt. Der sagte da zu mir, ich soll hier einfach drauf drücken auf die Entriegelung. Was hab ich denn falsch gemacht? Ich hab doch was reingesteckt und aufgedreht. Macht man das heutzutage nicht mehr so? So, jetzt kennt man. Nicht nur amerikanische Autos geben Sabrina Rätsel auf, auch amerikanische Verkehrsschilder. Guck mal, so komische Schildlein, so Männlein, Weiblein. Was muss ich da beachten? Das wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Vergnügungspark oder so.
Könnte auch ein Fußgängerübergang sein. Ohne Unfälle erreicht Sabrina St. Cloud. Mhm, dort haben wir's. Budget Inn. Ein typisch amerikanisches Motel. Budget Inn. Solange es ein Low-Budget heißt, ist ja alles in Ordnung. So. Jetzt versuche ich mal meine Englischkünste. Hm? Ja, der erste Kontakt. Scheiße. Mal schauen, wie weit Sabrina hier mit ihrem sächsischen Schulenglisch kommt. I got everything ready for you. Okay. How was your flight? My English is not so good. Yeah. When That's I was okay. in the high, I'm very... yeah. Die Verständigung klappt ja schon, naja, halbwegs. Und auch beim Türöffnen geht dieses Mal keine Alarmanlage an. Jetzt gucken wir mal in die Toilette. Hat sie überhaupt ein Bad? Hallo. Ich muss mit geknittert rumlaufen. Ich habe mir so Sorgen gemacht, wo kriegst du ein Reisebügeleisen her? Und ihr hat's eins. Ist das geil, da kannst du halt nachts nur bügeln. Also wenn du was habt, gib das mir einfach rüber. Ich bin sowas von platt irgendwie. Mich hat diese ganzen Eindrücke sowas von zerschlagen, zerstört. Aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich angekommen sind. Und es ist einfach der Wahnsinn. Und ich freue mich tierisch auf die Woche. Jetzt mal gucken, wie die erste Nacht wird. Und ja. Ich mache jetzt das Licht aus und dann schlafe ich. Mm. Gute Nacht. Sabrinas erster Morgen in Amerika führt sie nach Downtown Orlando. Vor ihrer ersten großen Aufgabe darf sie ein bisschen die Skyline bewundern. Vom Lake Eola Park aus geht das besonders gut. Das ist Florida, Leute. Das ist Florida. Mein Gott. Ein erhebendes Gefühl, aber auch irgendwie ein bisschen klebrig. Oh, ich habe in die Vogelscheiße gegriffen. Oh nee. Das hat geklebt. Also ich glaube, die Vögel scheißen in Amerika anders wie in Deutschland. Also irgendwie ein bisschen bäppischer. Ich brauche den jetzt immer, ob ich dem helfen kann. Hello. Hi. Can I give the food? To the animals. Ja. Hallo. Ganz schön aggressiv, diese Schneesichler. Aber sie sind bei weitem nicht das Gefährlichste an Orlando. Is Orlando dangerous? There's a lot of robbing and killing and stuff going on. Laut Forbes-Liste zählt Orlando zu den 10 kriminellsten Städten der USA. About killing every day the people? People getting shot. One of our riding bicycle, somebody shot him. Ich hab Angst. Ich hoffe, ich werde da nie ausgemaust oder so. Noch ahnt Sabrina nicht, dass sie nur ein paar Straßen weiter in ihre erste Schießerei verwickelt wird. Denn welche Herausforderungen bei ihrer Reise auf sie warten, erfährt sie von unserem Kamerateam immer erst kurz vorher. Gunrauge. Was ist denn das? Irgendwas zum Schießen? Oh, geil. Aber es heißt nicht Raube, es heißt Ranch. Das ist ein N. Ach, das ist ein N. N wie Nervenstärke. Und die wird Sabrina heute brauchen. Es geht auf eine typisch amerikanische Schießanlage. So, bei meinem Glück, ich kenne mich, ich erschieße mich noch selber noch. Ja. Waffen sind in den USA Kulturgut. Fast 60% aller Amerikaner besitzen mindestens eine Schusswaffe. Und wie lernt man ein Volk besser kennen als über sein Lieblingshobby? Das ist heavy hier drin. Das ist jetzt eine Gun Range? Ein Waffenladen? Das ist ja irre. Ob Sabrina die Lust am Ballern nachvollziehen kann, wird sich gleich zeigen. Es ist schon krass, ne? Vor allen Dingen, dort gibt es sogar rosa eine Knarren, also extra für Frauen. Hallo. I think you want to use the range today? Yes. Okay. Maybe. This is your first time, right? My first time. Da fängt Schießtrainer Edwin Rivera lieber klein an. Yes, it's a, yeah, it's a You want to start with something like this? Da, weißt du, bei uns steht ja die Schuhverkäuferin so, ah, oh, ja, ich hätte noch die mit diesem Absatz, die sind halt jetzt in einer anderen Farbe und der kommt mit der Knarre und ich hätte die, aber ich kann dir auch die geben und willst mit der mal schießen und so. Es ist schon irre. Is this like a gangster? Yeah. Yeah, come on. Both? Yeah, this yeah, one yes. or this one? Both. What would you like to shoot? The zombie? The zombie. Yeah, yeah, that's awesome. Good. This is fucking awesome. Die Oak Ridge Gun Range wirbt mit ihrer familienfreundlichen Atmosphäre. Es gibt sogar eine Ladies' Night. Sabrina hat vor ihrem ersten Mal allerdings ein ziemlich mulmiges Gefühl, auch wenn ihr Gegner nur ein Papierzombie ist. Yep, now you can shoot, slowly.
Da fliege ich mir gleich die Kuh. Heiliger Jesus, wenn da immer. Are you okay? I am good. Ihr geht's gut, aber wenn sie weiter so mit der Waffe rumfuchtelt, muss Edwin um sein Leben fürchten. In the heart? Right in. Wow. Wow. Ich bin ein guter Gangster. Zeit für einen Kaliber-Upgrade. Wie wär's mit einer 12mm Schrotflinte? Das ist ein Riesenunterschied, eine große und eine kleine in der Hand zu halten. Das Krasse ist, ich krieg langsam Muskelkater. My muscles are... I feel it, you know? Yeah, oh yeah, because you're holding Show the camera. Show me your muscles. Oh, you shoot every day? Yeah. Huh? And now I can... Yep. Ich finde es ein beängstigendes Hobby. Deshalb ist es zwiespaltig. Es macht Spaß. Deswegen verstehe ich auch, warum die anderen das machen. Ich habe sehr Respekt davor. Ja, also es ist einfach ein komisches Gefühl. Auch wenn Sabrina die Faszination fürs Schießen ein Stück weit nachvollziehen kann, schießt sie dann doch lieber etwas mit ihrer Kamera. Nach dem knalligen Auftakt lernt Sabrina die heimische Tierwelt kennen. You and me inside? Ja. Der will mit mir da reingehen. Da bekommt das Wort Touristenfütterung eine ganz neue Bedeutung. Sabrinas erstes Mal in Amerika. Bei TAF.